Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos mit dem Kommando-Pattern und der Spielezugmethode aus dem Main-Window-View-Model auseinandergesetzt. Und jetzt möchte ich langsam dazu kommen, dass ich diese ganzen Klassen zusammenführe und wirklich eben als ein Programm ablaufen lasse. Und dazu werde ich jetzt eben einen eigenen Composition-Route bilden, der dann das Main-Window anzeigt. Und damit ich das machen kann, muss ich in WPF standardmäßig diese eben gesetzte Startup URI wegnehmen, damit ich eben das Hauptfenster selbst erstellen kann und das dann eben angezeigt wird. Weil so wie es jetzt ist, wenn wir die Applikation starten, wird natürlich noch kein Main Window, View Model und so weiter, alles was dazugehört zu diesem Objektgraph, injiziert in das Main Window. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Code Behind Datei von der App Klasse und überschreiben hier jetzt mal die OnStartup Methode. Base, diesen Aufruf müssen wir drin lassen. Was wir hier jetzt aber machen können, ist tatsächlich irgendwann ganz am Ende wollen wir das Hauptfenster ja anzeigen lassen. Hauptfenster anzeigen lassen. Und was ich häufig gerne mache, um meinen Composition Route zu bilden, ist einfach, dass ich von hinten anfange. Also quasi, welches Objekt brauche ich denn letztendlich, um dann alles passend zu haben. Das heißt, am Ende möchte ich in die Main Window Eigenschaft der Application Klasse eben mein Main Window injizieren. Und bei diesem Main Window möchte ich bitte den Data Context auf ein Main Window View Model setzen. Und nachdem ich das gemacht habe, werde ich natürlich noch Show aufrufen. Das will ich nicht machen. Show einfach. Und wir werden uns jetzt eben mal anschauen, wie ich dieses Main Window View Model erstellen kann. Also ich erzeuge mir jetzt eben diese Variable hier und erzeuge mir eben ein neues Main Window View Model. Und hier sehe ich eben im Konstruktor, was ich denn hier alles brauche. Also ich brauche Spieler View Models. Ich brauche ein Spielbrett View Model. Und ich brauche ein Spielbrett. So, und dann schieben wir das mal in diese Reihe, damit wir das hier besser lesen können. Also muss ich mir erstmal überlegen, wie kriege ich denn zum Beispiel ein Spielbrett. Das ist nämlich relativ einfach. Dafür haben wir ja die Spielbrett Factory geschrieben. Und auf die können wir einfach Ersteller aufrufen. Und wir wissen ja, dass wir 6 Reihen haben und 7 Spalten aus der objektorientierten Analyse. So bekomme ich eben sehr einfach ein Spielbrett. So, dann brauche ich irgendwie eine Collection, die Spieler View Models heißt. Das ist eben eine neue Liste von iSpieler View Model. So, und diese Liste muss ich dann irgendwann später füllen. Vielleicht mache ich das auch mit Link, weil es cooler ist. So, ich erstelle mir jetzt aber auf jeden Fall erstmal 2 Spieler, A und B. So, den geben wir einen Namen, wie zum Beispiel Spieler 1. Der braucht Spielsteine, das heißt, den müssen wir eben auch noch erzeugen. Und hier brauche ich dann eben irgendwie eine Vorschleife, in der ich jetzt eben 21 mal durchlaufe. Und dann gehe ich eben Spielsteine, Spieler A, füge ich einen neuen Spielstein hinzu, dessen Farbe eben irgendwie blau ist. Das heißt, wir nehmen hier auch nochmal eine Spiel,
wieder A. Farbe hinzu ist eben eine neue Farbe. Die setze ich irgendwie auf Blau. Und die gebe ich hier mit rein. Spieler A, Farbe. Und dann brauche ich noch den Spielernamen. Den kann ich mir hier eben auch festlegen. Oder nennen wir das wirklich mal andersrum, das ist vielleicht besser zu lesen. Das ist eben Spieler A oder Spieler 1 haben wir es ja genannt. Nehmen das A, dann ist es immer durchgängig. Nicht, dass man hier... Okay. Und hier geben wir eben Name Spieler A rein. Seine Spielsteine. Und er braucht noch seine Farbe. Das nennen wir Farbe Spieler. Okay. Gut, und das genau gleiche brauchen wir im Prinzip für Spieler B. Das heißt, ich mache hier jeweils ein B draus und er bekommt eben ein schickes Rot als Farbe. Dann machen wir hier eine Liste von Spielsteinen. Das sind dann eben die Spielsteine für Spieler B. So. Und der kriegt auch einen Namen. Und er kriegt hier eben die Farbe von Spieler B und den Namen von Spieler B. Und dann kriegen wir letztendlich ein Spieler B-Objekt. So. Und offensichtlich ist das hier duplizierter Code, deswegen werde ich jetzt hier mal ein anderes Pattern machen, das sich Factory Method nennt. Eine Factory Method ist eigentlich kein eigenständiges Objekt, sondern ist meistens eine statische Methode, die man aufrufen kann, um eben einen Spieler zu erzeugen, in unserem Fall jetzt hier. Und ansonsten, eine richtige Factory, wenn man sie implementiert, ist ja eine eigene Klasse, die eine Create-Methode üblicherweise enthält. Und dieser Create-Methode kann man Parameter eventuell mit übergeben, sodass diese Factory dann eben anhand dieser Parameter ein entsprechendes Objekt erstellt. Da wir im Composition Route durchaus hart koppeln können, weil das nämlich die höchste Ebene unsere Applikation ist, wo wir sozusagen alle Abhängigkeiten kennen, aus dem Grund eben, weil wir die entsprechenden Abhängigkeiten auflösen wollen, ist es durchaus meines Erachtens nicht schlecht, wenn man hier jetzt gegen eine statische Methode programmiert im Composition Route. In allen anderen Teilen der Applikation würde ich das eher untersagen. Also da würde ich es nicht vorschlagen. Aber wir werden jetzt eben eine solche Factory Method erstellen. Das ist eben eine in diesem Fall private static Spieler. Erstelle Spieler und im Prinzip brauchen wir eigentlich bloß seinen Namen. Das heißt, wir geben hier einen Namen mit und eine Farbe. Ja, nennen wir es doch so. Genau, und dann können wir im Prinzip diesen Code, den wir hier oben haben, runterziehen. Alles, was ab hier kommt, im Prinzip. Also wir erstellen nämlich erstmal die Spielsteine. Eine Liste von Spielsteinen, bitte. So, und dann fügen wir hier eben noch die Spielerfarbe ein und den Namen des Spielers, zu dem die gehört. Und hier können wir dann eben einen neuen Spieler zurückgeben mit diesem Namen, mit seinen Spielsteinen, mit seiner Farbe. Gut. Und anstatt hier jetzt eben diese großen Code-Schnipsel zu haben, kann ich einfach sagen, dass ich diesen Aufruf hier austausche gegen
diese Factory Method aufrufe, indem ich jetzt hier einfach sage Spieler A und der kriegt folgende Farbe. Und damit kann ich mir diesen ganzen Code hier oben sparen. Und genauso kann ich das eben bei Spieler B machen, dass ich hier erstelle Spieler aufrufe mit diesem Namen und eben der neuen Farbe, die dann rot ist. Immer nach diesem Schema und hier können wir das dann eben weglassen. Okay, also hier nochmal ein Factories können in verschiedenen Formen kommen und im Normalfall, wenn man eben nicht im Composition Root ist, sollte man eigentlich eine Abstract Factory einsetzen, meines Erachtens nach. Aber im Composition Root ist es auch okay, mal gegen eine normale Factory, also eine Simple Factory, die sozusagen keine Abstraktion besitzt, wie jetzt hier dieses Spielbrett. Das ist ja auch keine richtige Abstract Factory. Dagegen zu programmieren und oder eben sogar gegen Factory Methods. Ansonsten würde ich das aber nicht vorschlagen. Macht den Code, naja, der koppelt den Code halt an entsprechende Implementierungen, wo eigentlich ein Interface dazwischen sitzen müsste. Okay. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier Spieler View Models und zu der können wir jetzt natürlich diese beiden Spieler hinzufügen. Also wir haben ein Spieler-View-Model mit Spieler A und wir haben ein Spieler-View-Model mit Spieler B nach diesem Schema. Und damit haben wir auch das. Und jetzt brauchen wir noch ein Spielbrett-View-Model. Spielbrett-View-Model ist ein Spiel. ViewModel und ich sehe gerade, anscheinend habe ich das noch nie implementiert, so wie man das hier sehen kann. Das sollte aber nicht allzu schwierig sein, weil diese Klasse nicht viel macht, meines Erachtens. Aber gucken wir nochmal, was hier jetzt passiert. Wir machen hier eine Class draus, ein SpielbrettViewModel und was muss ich hier alles implementieren? Ja, nichts Besonderes. Diese Sachen hier und hier gebe ich eben Plätze zurück. Und hier die Klickspalte-Commands. So. Lass mir die jeweils über Constructor Injection geben. Dann kann ich die Felder Read-Only machen und hier die noch die Guard Clauses für den Konstruktor erstellen. Und damit haben wir eigentlich unser Spielbrett ViewModel schon fertig. Und was brauchen wir hier jetzt? Wir brauchen die Plätze und wir brauchen die Klickspalte-Kommandos. Und beides müssen wir uns eben jetzt noch hier holen. Das sind eben die Plätze und die Klickspalte-Kommandos. Und wenn man eben konsequent Constructor Injection nutzt, dann wird das Composition Root aufbauen wirklich zu fast Kinderspiel, möchte ich sagen. Weil man sich einfach bloß die Konstruktoren anschaut. Okay, was brauche ich hier, was brauche ich hier, um die entsprechenden Objekte zu erstellen und dann löst man eigentlich diese Dependencies nach und nach ganz einfach auf. Okay, wie komme ich an die Plätze ran? Im Prinzip so ähnlich, wie ich das auch schon in den Sample Datas für das Spielbrett gemacht habe. Ich kann eben jetzt auf das Spielbrett zugreifen und gucke mir mal die Plätze an. Das ist ja ein zweidimensionaler Array und hier kann ich jetzt eben wieder Link nutzen mit einer SelectMany-Funktion, dass ich eben all das, was in diesem zweidimensionalen Array ist, letztendlich bloß in eine eindimensionale Collection packe. Das macht man eben mit SelectMany über Link und schon hat man das Ganze hier projiziert.
Und wir sollten danach noch ToList aufrufen. So in dem Schema. Genau, damit haben wir die Plätze und wir brauchen noch die Klick-Spalte-Kommandos oder Commands. Und auch die kriegen wir übers Spielbrett, da gibt es nämlich Spalten drin. Und auch hier wieder nutze ich wieder Link. Ich gehe jetzt hier eben auf Select Many und werde jetzt eben mir eine Spalte mal anschauen und dazu ein, für jede Spalte, die es gibt, ein Spalte-Command erstellen. Dazu braucht man natürlich die Spalte und dazu brauchen wir ein Main Window View Model. Okay, also hier haben wir noch ein Problem, weil wir das Main Window View Model erst hier unten erstellen. Deswegen mache ich es ein bisschen anders. Ich erstelle mir jetzt hier einfach eine Liste von Klick-Spalte-Commands. Das ist eben eine neue Liste von Klick-Spalte-Command. So, und hier unten, wenn ich das Main Window View Model dann habe, dann kann ich sagen Klick-Spalte-Command, Add Range. Und jetzt kann ich mir eben vom Spielbrett die Spalten nehmen und hier jetzt tatsächlich Select aufrufen. Mit Spalte geht über nach Spalte. Punkt. Ach nee, Entschuldigung. New Klick-Spalte-Command. Dem geben wir die Spalte. Und das Main Window View Model, hier nutze ich Closure. Okay, so sieht das letztendlich aus. Und wir werden jetzt mal gucken, ob wir mit Hilfe dieses Composition Roots, den wir jetzt hier gebildet haben, die Applikation hier erstellen können. Hier gibt es noch ein Problem, dass wir hier von Application ableiten. Aber prinzipiell sollten wir jetzt bilden können und unsere Applikation sollte auch starten, wenn wir das richtige Testprojekt als das richtige Projekt als Startprojekt festlegen. So, und hier ist jetzt eben unser 4 gewinnt. Hier sehen wir, wir haben hier noch ein Problem, dass hier immer hat gewonnen drin steht, das müssen wir noch beheben. Wir haben hier auch noch niemanden definiert, der anfangen soll, das müssen wir auch noch beheben. Und wenn wir hier was klicken, dann kriegen wir eine Exception offensichtlich. Genau, wir kriegen hier eine Exception, weil niemand an der Reihe ist. Also wenn wir Spielezug letztendlich aufrufen, dann ist keiner an der Reihe. Und genau das müssen wir jetzt noch beheben. Das heißt, wieder zurück zum Composition Root. Wir legen hier eben fest, dass Spieler A als erster an der Reihe ist und beim anderen steht dieser Boolean auf False. Wir starten jetzt nochmal und wir können jetzt hier eben rein theoretisch Steine reinwerfen, aber man sieht diese Steine, da passiert noch nichts. Genauso wird nichts von den Steinen abgezogen. Unsere Logik funktioniert aber. A haben wir das nämlich getestet durch unsere Tests hier unten. Das Problem, was wir haben, ist, dass das Ganze noch mit dem Data Binding nicht ganz so passt, wie wir das hier aufgebaut haben. Und darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Punkt 1 ist, wir sehen hier jetzt keine Aktualisierung, dass hier irgendwie die Ellipse, die wir in diese Punkte des Grids reinzeichnen, dass die nicht da sind. Und genauso wenig wird hier angezeigt, dass er eigentlich weniger Spielsteine hat, als er als aktuell angezeichnet werden. Aber wenn wir mal ins Main Window View Model schauen und diese Spielezug-Methode hier debuggen, also ich setze hier mal einen Breakpoint und setze jetzt hier wieder einen Spielstein, dann sehen wir Folgendes. Wir haben hier eben den Spieler, den können wir auch mal anschauen, der hat tatsächlich bloß noch 16 Spielsteine, also das UI wird nicht aktualisiert. Unsere Core-Logik ist aber richtig. Das, genau das haben wir ja auch überprüft. Und wenn wir das Spielbrett anschauen, dann sehen wir auch hier, wenn wir uns jetzt mal hier die Spalten anschauen,
in irgendeiner dieser Spalte sollte ganz sicher unten irgendwo was drin sein. Egal, wir gucken uns das später an. So, also, es hängt wieder mal am UI. Und zwar haben wir das Observable Pattern hier noch nicht richtig implementiert. Und genau das schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Wir haben ja gesagt, wenn wir MVVM machen, dass wir irgendwie eine View haben. Und darunter haben wir irgendwie ein View Model, an das wir uns ranbinden. Und teilweise binden wir uns auch direkt an das Model. Also teilweise gehen wir mit Data Binding auf Model-Ebene runter, teilweise gehen wir auf View-Model-Ebene. So, und das Problem ist eben, wenn wir jetzt hier an diesen beiden Stellen hier irgendwie einen Wert ändern, wie kriegen wir das hin, dass die entsprechende Textbox, dass die entsprechende Ellipse abgedatet werden, indem wir das Observer-Pattern einführen. Und das Observer-Pattern hätte eigentlich Observable-Pattern genannt werden sollen, meines Erachtens, weil darum geht es nämlich. Nämlich, dass wir hier irgendwo einen Benachrichtigungsmechanismus haben, dass wenn sich hier im View-Model was ändert, dass dann die View sozusagen Bescheid bekommt, dass hier eine Änderung stattgefunden hat und dadurch kann das entsprechende Data-Binding zur Quelleigenschaft nochmal den Wert auslesen und damit die entsprechenden Wert in der View updaten. So, das funktioniert jetzt noch an zwei Stellen nicht. Und zwar ist das nämlich Spielsteine.count. An diese Eigenschaft haben wir uns gebunden in der Spieler-View, wenn wir eben anzeigen wollen, wie viele Spielsteine der entsprechende Spieler noch hat. Und bei der anderen Sache ist es Platz.spielstein. Wenn diese Eigenschaft gesetzt wird, also wirklich ein Spielstein eben auf einen Platz reinkommt, genau dann haben wir eben das Problem, dass wir auch hier noch keinen Benachrichtigungsmechanismus haben, der eben dem Data Binding sagt, hey, bitte aktualisiere den entsprechenden Zielwert in der View. Und genau das werden wir jetzt noch schnell lösen. Punkt 1 ist, das Problem ist hier unten, wenn ich eine Liste von Spielsteinen erstelle, die Liste implementiert standardmäßig nicht den Benachrichtigungsmechanismus für Collections und der heißt einfach iNotifyCollectionChanged. Das ist ein Interface, das man eben auf eine Collection mit implementieren muss und mit diesem Interface ist eigentlich bloß ein Event definiert, über den man auslösen kann, um sozusagen an registrierte Nutzer oder Clients mitzuteilen, hier hat sich was geändert. In dem Fall Binding macht doch mal ein Update. Es gibt aber eine Collection, die mit dem .NET Framework kommt und die heißt tatsächlich Observable Collection. Wer hätte es gedacht? Und wenn wir diese Collection einsetzen, wird automatisch eben dieser Benachrichtigungsmechanismus mit weitergegeben. Wir haben hier eben dieses iNotify Property Changed und iNotify Collection Changed Interface mit dabei. Für Count ist tatsächlich Notify Property Changed wichtig. Und wenn wir das machen und jetzt unser Programm ausführen, dann kommen wir jetzt tatsächlich hin, dass die Spielsteine abgedatet werden. Ja? Also die entsprechende Collection, in der die Spielsteine stecken, sagt jetzt eben, hey, mein Count hat sich verändert. Okay. Punkt 1 haben wir gelöst. Punkt 2, wir haben hier den Platz. Der muss diesen Benachrichtigungsmechanismus auch noch implementieren. Und zwar am besten eben hier im Setter, den wir noch automatisch haben. Also wo einfach wirklich bloß auf ein automatisch erzeugtes Background-Field der entsprechende Wert gesetzt wird. So, ich möchte das jetzt hier aber nicht so machen, dass ich hier einfach wirklich in diese Platzklasse iNotifyPropertyChanged implementiere. Warum? Eigentlich ist dieses Interface etwas, was zum User-Interface gehört und ich möchte den Core eigentlich
unabhängig vom User Interface lassen. Ja, das ist ja quasi ein Problem, das erst mit dem User Interface aufgetreten ist. Stattdessen werde ich einfach sagen, dass ich diesen Spielsteinaufruf hier polymorph machen möchte. Das heißt, ich werde jetzt mal ein Interface zu diesem Platz erzeugen. ToString brauchen wir nicht mit hochzuziehen. So, also ein Platz sieht eben so aus, dass wir einen Spielstein haben, den wir auch setzen können, und eine X- und Y-Koordinate, sodass der Platz eben weiß, wo er hingehört. So, und wir werden jetzt auch im Spielbrett noch kurz hier ein paar Änderungen machen. Aber das Erste, was ich jetzt noch machen werde, ist das sogenannte Decorator-Pattern einführen. Was ist der Decorator? Nun, wir haben jetzt unser iPlatz-Interface und das wird von der Platz-Klasse implementiert nach diesem Schema. Wir möchten aber gern, dass ein iPlatz auch iNotifyPropertyChanged implementiert, damit sich die Ellipsen in unserem Spielbrett updaten. Und was ich machen kann, ist eben, dass ich mir eine neue Klasse erstelle. Die nenne ich einfach PlatzDecorator. Der leitet ebenfalls von iPlatz ab. Das heißt, wir haben dieselbe API wie in der Platzklasse. Und zusätzlich kapseln wir auch noch einen iPlatz. Also das hier, der linke Pfeil ist ableiten, der rechte ist kapseln. Und innerhalb dieser Klasse können wir jetzt eben einfach iNotifyPropertyChanged implementieren auf UI-Ebene. Und dann jubeln wir eben beim Erstellen den entsprechenden Platz hier unter. Ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich glaube, wenn man dann den Code sieht, merkt man es. Was wir jetzt als Erstes machen, ist, dass wir eben einen Platz Notifying Decorator schreiben. So, und der Punkt ist jetzt eben, dass wir hier iPlatz implementieren und dass wir einen Konstruktor haben, der jetzt eben einen Platz entgegennimmt. Also eigentlich einen iPlatz. So, und den halten wir uns einfach hier in einem Feld fest. Und natürlich müssen wir dieses Interface hier implementieren. So, und wir leiten die Aufrufe, die wir hier haben, tatsächlich einfach an die Platzklasse, die wir kapseln, weiter. Das heißt, wenn der Getter zu Spielstein aufgerufen wird, dann geben wir eben Platz.Spielstein zurück. Und hier können wir jetzt eben in diesem Setter, hier ist es wichtig, Moment, ich werde hier noch kurz diese anderen Aufrufe weitermachen oder beziehungsweise weiterleiten. Platz.y. So. Und wir wollen hier auch toString überschreiben. Nach diesem Schema. So, und hier können wir jetzt eben wirklich sagen, Platz ist gleich Value. Entschuldigung, Platz.Spielstein ist gleich Value. Und vorher können wir sogar noch überprüfen, if Platz.Spielstein gleich Value, dann machen wir es bitte nicht. Und zusätzlich können wir dann eben onPropertyChanged aufrufen. Das heißt, wir implementieren hier nicht bloß iPlatz, sondern auch iNotifyPropertyChanged. Und das ist im Prinzip eigentlich nur dieser Event hier, der eben mitteilt, welche Eigenschaft sich denn geändert hat. Und hier werde ich jetzt eben noch ein private void onPropertyChanged implementieren mit dem caller member name attribute string property name ist gleich null. So, und hier werde ich einfach das
das hier machen. So. Okay. Und genau, das ist es. Also hier haben wir jetzt tatsächlich eben mal das Decorator Pattern im Einsatz gesehen. Das ist eben auch meines Erachtens sehr wichtig, um zusätzliche Logik zu bestimmten Klassen hinzuzufügen. Hier in diesem Beispiel ist es vielleicht ein bisschen heftig, aber man hat ihn zumindest mal gesehen. Das Wichtige ist eben, dass wir hier, wenn wir den Spielstein setzen, onPropertyChanged aufrufen, was dann eben hier diesen Event auslöst, sodass ich das Binding letztendlich updaten kann. Und der Decorator kapselt eben etwas, was ein Platz ist. Und das kann jetzt auch eine beliebige andere Implementierung sein. Also es ist durchaus nicht ungewöhnlich, wenn man richtigen Code hat, dass man dann mehrere Decorator hat, die letztendlich einander kapseln. Und irgendwann ist dann die tatsächliche Implementierung aus der Core-Logik. Und da ein bestimmter Client nur gegen ein Interface programmiert, und das hier ist der Client, und letztendlich alle diese Decorator vom selben Interface ableiten, Entschuldigung, so rum, haben wir hier jetzt eben die logische Konsequenz, dass der Client überhaupt nicht merkt, dass ihm eigentlich ein Decorator, der die richtige Implementierung wrapped, untergeschoben wird und der dann eben nebenbei noch unterschiedliche Funktionsaufrufe macht. Genau das merkt der Client überhaupt nicht. Und so kann man eben nebensächliche Sachen wie zum Beispiel Logging oder Authentifizierung testen und so weiter. Sowas kann man eben sehr gut mit dem Decorator-Pattern implementieren, ohne dass man dabei eben die Core-Logik mit diesen nebensächlichen Sachen wie hier an dieser Stelle musst du loggen. Das kann ja von Applikation zu Applikation anders sein, aber mit dem Decorator-Pattern kann man eben, wenn eine Klasse eine Abstraktion implementiert, sehr, sehr einfach diese Sachen machen. So, jetzt haben wir noch ein Problem, und zwar muss die Spielbrett-Factory ja hier Plätze erstellen. Und das Problem ist, hier haben wir eigentlich eine sogenannte harte Kopplung, genau an dieser Stelle, weil nämlich die Spielbrett-Factory die Platzimplementierung kennt, und eigentlich sollte ja hier jetzt ein Platz-Decorator erstellt werden und kein Platz. Und wie kriegen wir das hin? Na, indem eben hier an dieser Stelle nicht new Platz aufgerufen wird, sondern indem wir hier einfach sagen, liebe Platz-Factory, erstell mir doch mal bitte einen neuen Platz. Erstelle und bitte, hier habe ich bloß I und J reingegeben, anhand dieser Parameter, die ich hier habe. Das heißt, ich werde mir hier jetzt eine iPlatzFactory erstellen. Jetzt haben wir endlich auch mal das AbstractFactoryPattern. Das heißt, ich habe hier eine Interface und diese Factory muss eben diese Erstelle-Funktion drauf haben. Und die gibt eben einen i-Platz zurück. Spaltenindex, Reihenindex. So. Und dann kriegen wir hier noch das Problem, weil wir eben hier ein Array von Plätzen haben und nicht ein Array von i-Plätz. Und genau das müssen wir eben noch austauschen. So, und jetzt geht es nämlich los. Jetzt fangen wir an, gegen Abstraktionen zu programmieren, und genau das reißt uns jetzt hier ein riesiges Problem rein. Also wir werden hier wahrscheinlich in der Reihe, in der Diagonale und so weiter alles anpassen müssen, weil wir hier jetzt eben gegen iPlatz programmieren. Also man sieht, wenn man in hart gekoppelten Code Interfaces versucht einzuführen, das ist auch nicht so leicht. Ich werde hier jetzt eben an jeder Stelle, wo vorher gegen Platz programmiert wurde, muss ich letztendlich gegen iPlatz programmieren. Und was dann meistens ganz hilfreich ist, ist, dass man sich mal
den Code erstellen lässt und der Compiler sagt einen dann an allen Stellen, wo es denn hier jetzt noch hakt. Also brauche ich hier eine Liste von iPlatz und hier auch und hier unten ebenfalls. So, und jetzt müssen wir noch in die Diagonale wahrscheinlich, weil die auch eine Liste von Plätzen bekam bis jetzt, was jetzt Plätze sind. Und dann kann man wieder mal den Compiler anschmeißen und dann sagen, irgendwo passt es hier noch nicht. Und dieser, genau, hier haben wir noch eine Liste von Plätzen. Da brauchen wir eigentlich einen Platz. So, hier haben wir noch welche, die fehlerhaft sind. So. Und auch hier. Das Spielbrett selbst muss natürlich auch gegen Plätze oder gegen die Abstraktion programmieren. So. Und die gibt die eben auch zurück. Und hier müssen wir jetzt auch das Interface anpassen, dass wir hier jetzt gegen iPlatz programmieren. Eigentlich sollte man hier auch iSpalte zurückgeben, wenn wir ganz genau sind. Aber lassen wir es mal durch. Ich will bloß mal Ihnen einen Indikator dafür geben, wie wunderbar das sein kann, eben Code, der hart gekoppelt ist, zu entkoppeln. Das heißt, man muss meistens an vielen Stellen hingreifen, an denen es noch nicht so passt. So, jetzt brauchen wir Spalte. Genau, die hat ja auch noch eine Liste von Platz. So. Und er muss bitte iPlatz zurückgeben. Also es zieht sich auch bis in den Testcode durch. Das Spielbrett ViewModel braucht auch, kann auch gegen Abstraktionen programmieren. So. Und so. Hier auf Internet-Interface-Ebene. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt noch das Problem haben. Hier unten. Und zack, unser Code kompiliert wieder. Okay. Also man sieht, wenn man eine Abhängigkeit einführt zu einer anderen Klasse, dann kann das sehr, sehr schlimm werden, wenn man das nicht richtig macht. Auf jeden Fall werden wir uns hier jetzt eben diese Platz-Factory übergeben lassen. Hoppla. Und hier natürlich noch einen Guardclaus für diesen Konstruktorparameter erstellen. So, und der Witz ist jetzt eben, dass wir diese Platz-Factory hier nicht im Core implementieren, wo zwar das Interface liegt und wo auch die Spielbrett-Factory enthalten ist, aber wir können jetzt hier eben die Plätze, die da in der Factory erstellt werden, austauschen, indem wir hier im UI-Layer eine solche Factory erstellen. Eine Platz-Decorator-Factory. Und die implementiert jetzt eben iPlatz-Factory. Genau. Also wir brauchen hier eine Erstelle-Methode und was wir hier machen ist eben, wir geben einen Platz-Notifying-Decorator zurück und intern, dem wir einen Platz geben mit Spaltenindex und Reihenindex. Okay. Und damit sind wir auch jetzt hier schon fertig. Dann können wir wiederum in den Composition Root gehen und wir sehen jetzt hier eben, dass wir bei der Spielbrett Factory etwas anderes noch übergeben müssen und das ist eben jetzt die Platz Decorator Factory, die wir hier jetzt injizieren und damit, das ist jetzt eben das große Tolle an dem Dependency Inversion Principle, wenn man das gut befolgt, können wir eben anderen Code, der seine Abhängigkeiten eben von außen initiieren lässt, auch eigene Implementierungen
unterschieben. Nehmen Sie einfach mal an, den Core hätte jemand anders geschrieben und auf den Code hätten Sie vielleicht auch keinen Zugang, aber der ist von Anfang an schon so strukturiert, dass man die entsprechenden Implementierungen leicht austauschen kann. Dann könnten Sie eben, wie wir das jetzt hier in diesem Fall gemacht haben, die Platz Factory austauschen, damit die richtigen Platzobjekte, die eben iPlatz implementieren, hier in unserem eigenen Projekt erstellt werden und die eben dann, wie in unserem Fall, eigentlich einen Decorator zurückgeben und nicht das eigentliche Objekt, das man so kennt. Okay, und wenn wir das eben jetzt gemacht haben, dann sollte unser Code noch nicht ganz funktionieren. Genau, hier haben wir noch ein Problem. So, damit unsere Spielbrett-Factory funktioniert, müssen wir eben noch mal schnell eine Standardimplementierung machen zur Platz Factory. Platz Factory. So. Und damit können wir hier diese Sache austauschen. Und unser Code sollte wieder kompilieren. Unsere Tests sollten alle durchlaufen. Das tun sie. Und wir können jetzt eben den Client nochmal starten. Und wir sehen hier, dass wir noch ein Problem haben. Nämlich, dass wir die Objekte von oben nach unten und nicht von unten nach oben einfügen. Aber wir sehen jetzt eben schon, dass diese Ellipsen erzeugt werden. Wir haben hier den Spieler, der dran ist, hat einen grauen Rahmen. Die Spielsteine werden korrekt runtergezählt und irgendwann hat jetzt hier auch Spieler A mal gewonnen und alles ist deaktiviert und dann muss man das Programm eben beenden. Ja, im nächsten Video werde ich dann noch diese Probleme, die wir noch haben, aufräumen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.